tatsächlich, so wie Sie die Frage gestellt haben, wahrscheinlich ein bisschen differenzieren, nicht? Also die Ärztinnen und Ärzte, also zumindest die, für die wir als Marburger Bund sprechen, also die angestellten Ärztinnen und Ärzte, die allerdings auch mehr und mehr in der Praxis sind, also nicht nur in den Krankenhäusern, die sind schon sehr digital, die waren das immer. Also wir haben immer so feststellen können, dass sie auch immer ein bisschen technikaffiner sind, und das liegt sicherlich auch an bestimmten Fachgebieten, die sie in den Krankenhäusern, die technischer sind, die digitaler sind. Also wir hatten da immer eine relativ große Offenheit. Das sehen wir auch jetzt weiterhin. Und in den Praxen ist das auch so. Und heute stellen wir auch fest, da kommen wir bestimmt gleich nochmal so dazu, dass eben dieses Wort von der Interoperabilität, also die Kompatibilität der Systeme, die im Krankenhaus, in den Praxen genutzt werden, dass das ein riesiges Thema ist unter den Ärzten und sie sich viel mehr vorstellen können. Wie digital die Krankenhäuser sind, kann man viel drüber reden, werden wir sicherlich auch gleich noch machen, ist aber ein Unterschied. Also ich würde sagen, die Ärztinnen und Ärzte sind schon sehr gut. Stellen Sie so vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren eine Veränderung fest? Man sagt ja so, gerade die Pandemie war nochmal so ein Digitalisierungsturbo in vielen Bereichen. Stellen Sie da eine Veränderung fest? Ja, in den letzten 2 Jahren, das fing vorher schon so ein bisschen an, nicht? Also das muss man sagen. Also wir haben tatsächlich auch mal wissen wollen, wie sieht es überhaupt aus? Weil wir haben sehr viele Rückmeldungen von unseren Mitgliedern bekommen und haben dann gesagt, wir brauchen mal einen Überblick. Dann haben wir 2017 eine Umfrage gemacht und haben festgestellt, dass 80% sehr hohe positive Erwartungen haben, aber dieselben 80% oder vielleicht, also jedenfalls auch mit genau dieser Zahl gesagt haben, aber es klappt nicht in den Krankenhäusern. Also da haben wir festgestellt, das ist eine riesen Diskrepanz und haben deswegen auch gesagt, wir müssen das mal ein bisschen strategisch aufsetzen und wir haben dann selbst zusammen übrigens mit dem BVMTG, weil wir das als Anwendervertreter gar nicht leisten konnten, aber gesagt, wir tun uns einfach zusammen mit den Spezialisten und haben so ein Projekt aufgesetzt, Check IT Now haben wir das genannt, wo die Krankenhäuser, die Ärztinnen und Ärzte sehen konnten, wo stehen wir eigentlich in diesem ganzen Digitalisierungsspiel. Naja, und dann kam das KHZG und dann kam das viele Geld. So, und jetzt muss man das strukturieren, das haben wir dann auch teilweise angegangen, aber es ist schon sehr viel passiert. Last but not least vielleicht als Stichwort ÖGD, nicht der öffentliche Gesundheitsdienst, da haben wir das alle mitbekommen. Da fehlte was, da sind die jetzt auf dem Weg, da ist auch schon einiges passiert, aber da sind die noch lange nicht an der Ziel. Und dann